Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unsere Thematik. Also man redet viel gehört über komplexe Rechnungen und so weiter und Darstellung von Sinusgrößen im Wechselstrom und Leistung. Schauen wir uns das anhand einiger Beispiele an. Okay? Heute haben wir ein relativ einfaches Beispiel. Ich will zeigen, wie die Serienschaltung von einem Widerstand und einer Induktivität aussieht. Also es geht um die Serienschaltung von R und L. Ich habe das da schon ein bisschen aufgezeichnet. Hier haben wir die Serienschaltung von R und L. Serienschaltung, es rinnt der gleiche Strom I durch die Serienschaltung. Das heißt, der Strom ist gleich. Ja, der Strom, der I und der I ist gleich. Punkto Phasenlage, der Zeiger, das ist alles gleich. Ja. Und wir möchten uns anschauen, wie ist das UR und wie ist das UL und wie ist nachher die Gesamtspannung U. Die ist ja die Gesamtspannung U, ist ja auch die Summe noch der Einzelspannungen. Muss also sein. Masche. U minus UL minus UR ist 0. Also U ist gleich UR plus UL. Ja, das bleibt ja nach wie vor aufrecht, diese Sachen. Schauen wir uns das einfach an. Okay? Also, ich habe mein gesamtes I. Könnte ich jetzt irgendwie einzeichnen. Ne? Aber ich denke mir, wieso soll man es nicht einfach machen? Ich bin ja nicht mein eigener Feind. Ne? Ich zeichne das I also, meinen komplexen Zeiger, so rüber ein und sage, das ist mein I. Mein I ist halt in diesem Moment, wo ich es betrachte, zufällig real. Ist halt genau in diesem Zeitpunkt, schauen wir das an, das ist mein I. Also mein komplexes I, ja, ist der Betrag I, ja, mal E hoch J0. Das ist der Moment, das ist zum Zeitpunkt 0 mein I. Und jetzt rechne ich mir das UR und das UL dazu aus. Schauen wir uns einmal das UR an. Also das UR, Ohmsches Gesetz, gell, wichtig. U ist R mal I. UR ist also das R mal, und jetzt haben wir das I komplex, nicht? Das I ist also, wenn man das, ist, wenn ich das da einsetzen darf, R mal I mal E hoch J0. Okay? Das nenne ich jetzt hier einfach UR mal E hoch J0. Das heißt, mein UR ist gleich R mal I, das ist die Länge meiner Spannung und die zeigt auch noch 0, die zeigt in die gleiche Richtung. Ja, da haben wir also unser UR. Ja, und die Länge ist eben R mal I. Großes R, lang, kurzes R, klar. Ja. Aber zeigt auf alle Fälle in die gleiche Richtung wie I. Ja. Machen wir das Ganze beim UL. Ja. UL ist gleich, und jetzt nehme ich den Wechselstromwiderstand der Induktivität her, und das war J Omega L mal I. So, jetzt überlegen wir sich, was J, sagen wir, da ist J. Ja. Das hat eine Länge von 1, einen Betrag von 1. Ja. Das ist also 1. Und welchen Winkel? 90 Grad, also Pi halbe. E hoch J Pi halbe. Dieser Ausdruck hier, das ist J. Ja? Es geht einfach darauf, einmal imaginäre Einheit, Betrag 1, Winkel 90 Grad, schaut so aus. Ja? Und darüber habe ich Omega L und dann setze ich wieder das I ein. I mal E hoch J 0. Passt. Ja? Schreiben wir es ein bisschen an, um. Den Einser lasse ich jetzt weg. Faktor 1 darf ich weglassen. Das heißt, da ist Omega L mal I. Ja? Und was habe ich dann hinten über? E hoch J, Klammer auf. Und da haben wir 0 plus Pi halbe. Das ist also Omega L mal I mal E hoch J Pi halbe. Das ist weiterhin UL mal E hoch J Pi halbe. Das heißt, ich habe hierauf, weil wir haben ja 90 Grad, gell, Pi halbe, Phasenwinkel, und die Länge UL, das ist UL.
Also die Spannung an der Spule ist vorn. Strom hält nach. Ist gut. Jetzt addiere ich die zwei Sachen, vektorielle Addition praktisch. Ja? Und da habe ich mein U. Ja? Hier habe ich mein U. Das geht da um. U. Und hier habe ich einen Phasenwinkel Phi. Gut. Rechnen wir U aus. U ist gleich UR plus UL. Das ist also gleich R mal I. Was ist das da? R mal I. Plus J Omega L mal I. Und jetzt kann ich das I herausheben, gell? Kann ich hier herausheben. Das heißt, was bleibt hier über? R plus J Omega L mal I. Ja? Das hier ist die Impedanz Z und die ist R plus J Omega L. Sehen wir uns das an. Ja? Ich habe hier R. Hier, Omega L in die J-Richtung, ja, und da haben wir das Z. Okay. Und da, dazwischen haben wir unseren Phi, unseren Phasenwinkel Phi. Das heißt, wie rechnen wir unseren Phi aus? Phi, ja, ist gleich Arcus tangens. Weil die zwei Sachen weiß ich, Ankathete dividiert Genkathete durch Ankathete, das ist Omega L dividiert durch R, ja, das war's. Ja. So kann ich das Phi ausrechnen, hier Phi. Ja. Und wenn ich interessiert bin am Leistungswinkel, das ist ja dann der Cosinus Phi praktisch, der Leistungsfaktor, nicht Leistungswinkel, der Leistungsfaktor, Cosinus Phi. Schauen wir uns das an, da ist Phi, was ist denn jetzt der Cosinus? Das ist Ankathete durch Hypotenuse, also das ist R dividiert durch Z, die Länge von Z. Und wie rechne ich die Länge von Z aus? Naja, dann mache ich einen flotten Pythagoras, da sage ich, Z ist gleich die Wurzel aus R Quadrat plus Omega L Quadrat. Ja, das kann ich jetzt da einsetzen. Ne? Das ist R dividiert durch die Wurzel aus R Quadrat plus Omega L Quadrat. Das ist der Cosinus Phi. Also das ist der Leistungsfaktor praktisch, kann man aus R und L berechnen und der zugehörigen Frequenz. Und das ist eben der Winkel selbst. War doch gar nicht so schwer, nicht? Diese Anwendung auf eine Serienschaltung von R und L. Und schon können wir im Prinzip alles bestimmen. Hier wir sehen, an einer Serienschaltung von R und L ist das U voreilend, das I nacheilend. Es gibt einen gewissen Phasenwinkel und der Phasenwinkel ist halt abhängig von der Frequenz und von den Werten der beteiligten Elemente. Serienschaltung von R und L. Nächstes Mal machen wir wieder eine Serienschaltung. Nächstes Mal machen wir die Serienschaltung von R und C. Ja, schauen wir uns hier R und einen Kondensator an. Widerstand und Kondensator. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.